Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy Part, ich weiß es nicht, 38 vielleicht? Auf jeden Fall 3 Tage nicht gespielt, total auf Entzug. Ich wollte jetzt ein paar Aufgaben erledigen. Genau, Madame Kokabas Aufgaben und Professor Sharps Aufgaben, weil das möchte unbedingt haben, die Findo. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Unsichtbarkeitstrank testen. Und die Idee wäre, auf dem Weg dahin vielleicht. Ihr Handbuch ist ja wirklich. Ja, was ist das denn hier? Vielleicht irgendwas Revelio. mitzunehmen? Ach, das ist. Ist das verklasst? Nee, das sind Kronleuchter. Dass ich den Trank auch wegen irgendwie sinnvoll einsetzen kann. Ach, jetzt finde ich mal diesen Hinweis, den ich schon selber rausgefunden hatte. Also, dass Eule 0 ist. Okay, macht auch Sinn, weil 10 wäre schwer, weil so hast du halt jede Ziffer einmal. So. Ach so, und hier ist das Rätsel dann auch erklärt. Ah, man muss plus rechnen. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Also, 2 da unten. Also, jetzt muss ich 3 bei Doppelfragezeichen 0, 1, 2. Ja, das ist ja echt das Lerner-Ding. Also doppelköpfige Schlange. So, dann haben wir da oben doppelköpfige Schlange. Da hatten wir ja gesagt, das ist 3, 5, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Also das Ding da auf dem Ding nicht. Vielleicht kann ich es jetzt besser erkennen. Also ich erkenne das da. Ist das eine Eule mit einer Brille auf einem Stock? Es sieht so aus, ob dieses Ding eine Brille anhat. Okay. Wow, wir haben das letzte Rätsel gelöst mit den Hinweisen. Wow. Revelio. Übrigens, es gibt so einen Mod, dass man komische Bilder hat. Also nicht so von Zauberern, sondern andere Sachen. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Oh. Sehe ich hier eine Handbuchsseite? Nee, das ist nur diese Truhe. Oh krass, da ist noch ein Rätsel. Boah, wir sind bei einem Doppelrätsel. Yeah, wir haben eine coole Sonnenbrille. Oh, ein Triple-Rätsel. Hier ist noch ein Rätsel. Und hier war auch noch irgendwas. Revelio. Ja, Handbuchseite. Unterrichtsraum Arithmantik. In diesem Unterrichtsraum lernen die Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologie. Ganz ehrlich, das ist einfach Matheunterricht. Magische Eigenschaften von Zahlen. Das hat nichts Magisches. Das ist logisch. Deswegen ist es ja so cool. Die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür, auf der Schulbank Mondkälber zu zählen und dabei einzudösen. Sind Mondkälber sowas wie Schafe zählen? Alles klar. Dann lösen wir mal die Rätsel, aber vorher ziehen wir uns eine schicke, coole Sonnenbrille an. Oh, Ausrüstung ist das. Ja, ich finde unser Outfit noch verdammt cool, wenn das jetzt mit dieser. Was ist das denn für eine Sonnenbrille? Hat ja irgendwie was, oder? Nein, aber ich will keine Brille. Aber. Nee, oder? Ach du Scheiße. Wir können ja generell mal gucken. Ja, da sehen wir direkt schlauer aus. Das ist die Brille in einer anderen Farbe. Silber, Gold. Naja, egal. Harry Potter-like. Eine Holzbrille. Nee, wir nehmen die Bank. Obwohl, irgendwie hat es was, ne? Ja, okay, wenn wir vielleicht älter werden. Übrigens habe ich gehört, es wird keine DLCs zu dem Spiel geben. Dafür wird es aber eventuell vielleicht einfach irgendwann mal einen zweiten Part geben. Also ein neues Spiel. Okay, 0, 1. Ach, jetzt muss ich wieder neu. Sind die eigentlich immer gleich angeordnet? Ja, Eule ist immer 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 6 sind 11. Also brauchen wir nochmal 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salamander bei Fragezeichen 1. Ich glaube, das ist auch ein Würfel, ne? Dann gibt es da eh nur 6 Möglichkeiten. So, und da unten Oktopus
987 müsste 7 sein. Man kann ja auch rückwärts zählen. Also brauchen wir nochmal ein Horn. Wow, da ist es ja schon. Ich glaube, bisher hatte ich noch kein Rätsel falsch. Außer am Anfang, wo ich noch nicht wusste, wie das geht. Weil das Einzige ist, warum ich das einmal falsch hatte, weil ich dachte, vielleicht fängt es bei 1 an. Irgendwas habe ich doch neu bekommen, dachte ich, es war so eine Sammelkarte. Alles klar, und Übermission bleibt natürlich, ich will meinen Raum der Wünsche verbessern. Das heißt, ich muss da auf jeden Fall einfach an Geld kommen, deswegen mache ich auch gerade die Rätsel. 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Also bei Doppelfragezeichen dieses komische, behaarte Spinnending. So. Dann das da oben noch. Behaarte Spinnending. War ja 5. Salamander ist 6. 6 und 5 sind 11. Also brauche ich 4. 4 ist dieses Eule mit... Nein! Eule mit der Brille, aber... Nicht hier. Sondern hier Eule mit der Brille. Das eine ist die Opa-Eule, also 0 sieht aus wie so ein Opa und das andere Kräuterkundlerhut. Wow. Revelio. Die schreiben da irgendwas und hier Kürbislaternen. Was soll man eigentlich mit diesen Sammlungen machen? Kriegt man da irgendwas für die Sammelkarten? Ja, hier muss ich anscheinend dann wieder rausgehen. Ja, hat sich ja mal gelohnt, ne? Dann gehen wir doch mal weiter. Da kam ich her, also gehe ich mal weiter in diese Richtung. Ah, diese Augen tun, ne? Ich kenne Leute, die haben das Spiel durchgespielt. Die wissen noch nicht mal, was man da machen muss. Ist auch sehr gefährlich, ne? Es könnte man einfach runterstürzen und sterben. Aber naja. So, der Hallo. Wie schön, Sie zu sehen. Plan ist jetzt ein bisschen erkunden. Revelio. Vielleicht noch irgendwie in den verbotenen Wald gehen. Oder noch eine Merlins-Aufgabe machen. Wenn wir nämlich dann nebenbei irgendwie kämpfen müssen, ist es halt so. Und wir haben mittlerweile auch sehr viele Nebenquests. Offen. Da ist ein Ort der Macht. Ja, dann machen wir mal den Ort der Macht, laufen dahin. Und wenn wir dann kämpfen müssen, nehmen wir einmal den Unsichtbarkeitstrank, damit wir dann auch Professor Sharps Aufgabe machen können. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Sie sagt immer dasselbe, ich sage immer dasselbe. Revelio. Ja, genau, hier ist noch diese Truhe in dem Haus, da weiß ich aber auch nicht, wie man da rankommt, also machen wir das mal nicht. Kobold-Anhänger vertrieben? Ich sage Ihnen, das war so eine Erleichterung. So, vielleicht können wir direkt mal hier was verkaufen, wenn wir hier eh vorbeikommen. Hallo, Mr. Simi. Was kann ich für Sie tun? Ich mache noch gleich was einmal das mit Sie den hier? Gerüchten, weil ich irgendwie von Skyrim geschädigt bin, dass ich immer Wie denke, ich heute wenn man sich Gerüchte anhört, kriegt man Quests. Ah ja, eine sehr gute Wahl. Ja, Mega Power Trank. Kann man eigentlich auch alles verkaufen auf einmal? Also man kann die auch verbessern mit irgendwelchen Eigenschaften, oder ist das dann nur Aussehen? Ah ja, eine sehr gute Wahl. Ne, manchmal sind die nämlich ausverkauft und ich hatte gar keine mehr. Revelio. Obwohl, ehrlich gesagt, wusste ich auch gar nicht mehr, ob ich jetzt einen hatte oder nicht. eigentlich brauche ich den noch nicht im Kampf testen, ich teste den gleich einfach. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Straßenköterversteck, Schatzgewölbe.
Okay, wir gehen hier hin und dann zum Schatzgewölbe. Und vielleicht bringt uns das ja was, wenn wir gleich einfach uns ein bisschen unsichtbar machen können. Dann müssen wir vielleicht nicht so krass kämpfen. Revelio. Zaubertrankzutaten natürlich unterwegs immer mitnehmen. Also wenn man die ganze Zeit nur Schnellreise benutzt, glaube ich, ist es auch nicht so praktisch, weil man dann halt auch vieles verpasst. Aber ich meine, zum Beispiel nach Hogsmeade weiß ich ja jetzt mittlerweile genau, was man da kriegt. Muss das nicht immer nehmen. So, jetzt muss ich den Strahlen folgen. Contringo! Ja, wow. Vielleicht könnte man da ja mal außen rum gehen. Incendio! Yep. Ja. Und einfach direkt weg. Okay, wir können auf jeden Fall gleich... Scheiße! Zu Professor Sharp. Wo sind denn jetzt die Spinnen? Okay, solange die mich nicht angreifen, greife ich die nicht an. Ah, da ist eine. Ah! Ah, du Scheiße. Vielleicht sollte ich da lieber das hier nehmen. Also mit Expelliarmus und Levioso. So. Wo ging denn noch ein Strahl hin? Hier lang, ne? Ich weiß halt nicht, wie ich das aufmachen soll. Was war nochmal Descendo? Ach, auf den Boden werfen. Nehmen wir mal das hier. Das ist ja einfach Leute wegballern. Hä, was machst du da? Du sollst dich nicht hinhocken. Ach, da geht einfach Basiszauber oder was? Ah. Ach so. Da muss man, glaube ich, Wingardium Leviosa machen, oder? Wingardium Leviosa. Ja, jetzt kann ich hier lang. Jetzt kann sie auch wieder da hoch. Hier ist auch, glaube ich, nichts mehr. Auf jeden Fall wieder Kampfzauber ausrüsten. Revelio. Okay. Hier müssen wir auch lang. Incendio. Also ich dachte, man muss das vielleicht abbrennen. Kann man hier hochklettern? Oh, habe ich das jetzt zerstört? Ja, tut mir leid. Wo gehen denn da die Strahlen lang? Also da ist eins, ist klar. Hier ist ein Torbogen. Wahrscheinlich muss man da wieder irgendwie hoch. Und wahrscheinlich wäre es schlau... da hochzugehen. Hm.
Was auch immer das hier ist. Okay, hier kann man noch reingehen. Incendio! Ah, okay, das waren so Minispinnen. Zweifellos schon lange verlassen. Ah, okay. Ja, hallo, ich will da hochklettern. Kannst du das nicht? Hä? Ah, da muss man bestimmt Reparo machen. Aber die Geräusche gefallen mir gar nicht. Reparo. Dann vielleicht Accio? Accio. Vielleicht doch Reparo? Da drauf. Reparo. Kämpfen. Ihr Unholde. Wo ist denn jetzt dieses Ding? Also, zwei. Ich meine da. Nein, Reparo. Aber ich könnte da. Wingardium Leviosa. Hey, was soll ich denn machen? Okay, flammen wir das einfach ab. Okay. Also, Wingardium Leviosa hätte ich jetzt gedacht. Wingardium Leviosa. Hätte ich eigentlich gedacht, hier drauf. Hä? Boah, das ist doch scheiße. Ich wollte einen coolen Part machen. Und nicht sowas, ich weiß nicht, was ich malen soll. Okay, ich habe hier Mond. Mondstein. So, jetzt bin ich hier drauf. Das hat schon bessere Tage erlebt. Protego. Ja, alles klar. Rebellion. Ihr seht, ich habe zu viel Lara Croft gespielt. Ich drücke immer Protego, wenn ich so Sinne haben möchte. Ah, guck mal, so bin ich jetzt hier reingekommen. Sehr cool. Das heißt, durch diese Tür kann man vielleicht auch einfach nicht. Keine Ahnung, warum ich hier jetzt alles zerkloppe. Laufe ich mal weiter außen rum. Vielleicht gibt es ja bei den anderen auch außen noch die Möglichkeit. Ist auf jeden Fall... Ich reg mich zwar auf, aber es ist... Rebellion. Trotzdem cool gemacht. Muss man sagen. So. Nein. Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich. Ach nein, jetzt hänge ich hier. Ja. Warum kann ich nichts machen? Das ist jetzt eine Verarsche? Ach, das ist ja das Spiel jetzt abgestürzt, es reagiert gar nicht mehr. Das geht noch. Map funktioniert. Und nicht mehr. Revelio funktioniert noch. Kann ich fliegen? Nein, kann ich nicht. Okay, Leute, sorry. Ich nehme den letzten Speicherpunkt. Bis gleich. Mist! Leute, ich habe gerade meinen PC neu starten müssen, weil ich konnte das
Spiel konnte ich nicht mehr, also ich konnte nicht mehr ins Menü, ich konnte es also auch nicht schließen. Und man kann ja, bei Windows kann man ja rechte Maustaste machen und dann sagen Fenster schließen. Aber irgendwie konnte ich es danach nicht neu starten. Wie viel haben wir jetzt? Deswegen nehmen wir jetzt mal diesen Spielstand und hoffen mal, dass wir jetzt nicht mehr in diesem Loch festhängen. Und dann habe ich PC neu runtergefahren, hochgefahren, damit es auch wirklich geschlossen ist. Kann das Spiel ganz normal starten und dann hänge ich da wieder gelebt hat. In der Hecke fest. Was für eine Verarsche. So. Rebellion. Das eine haben wir ja jetzt, glaube ich, eingesammelt. Genau. Jetzt müssen wir das hier einsammeln. Ich habe jetzt aber verdammte Axt. Ah, okay, haben wir doch noch nicht gemacht. Dann machen wir das jetzt mal. So. Wir müssen da eins einsammeln. Da irgendwo. Und so weiter. Auf jeden Fall kam ich ja durch diese einen Tür nicht rein. Hab jetzt aber rausgefunden, dass wenn ich hier lang laufe, das hier wegspringe, duckt die sich, geht hier rein und holt sich das hier. So weit waren wir vorhin. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin hier rumgelaufen, links lang. Jetzt laufe ich extra rechts lang. Weil ich glaube, hatte nämlich dann das Gefühl, diese andere Tür geht halt auch nicht auf, dass man dann da Revelio vielleicht auch so von hinten ran muss, sag ich mal. So, hier hätten wir ja gegen Spinnen gekämpft. Oha, da ist eine Spinne. Ach hier. So, eben noch einsammeln. Ihr Unholde. Revelio. Ey, die krasseste Beleidigung, die sie auf Lager hat, ihr Unholde. Naja, egal. Auf jeden Fall dachte ich dann, dass wir hier rein müssen. Hier irgendwas mit der Leiter machen. Geht aber nicht. Da ist noch eine Leiter. Naja, okay. Einfach diese Dinger abschießen. Keine Ahnung, was das bringen soll. Also auf jeden Fall sind es ja Leitern, die irgendwie kaputt sind und keine Ahnung, was man da machen soll. Jetzt wäre meine Idee, hier lang zu gehen. Und... Oh nein, 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 nein. Die sahen auch schon mal besser aus. Jetzt hänge ich schon wieder hier fest. Das ist jetzt deren Ernst. Oh nein. Jetzt lade ich mal das. Und da gehe ich nicht nochmal lang. Da habe ich jetzt Angst, ey. Da buggt das Spiel so bescheuert oder ich stelle mich einfach dumm an. Eins von beiden. Da habe ich dieses... Also wie ich das ins eine komme, ist ja jetzt klar. Da ist noch eins, da oben ist eins. Und da ist eins. So, jetzt wäre meine Idee. Erstmal, um danach da oben hinzukommen. Ich nehme das. Wingardium Leviosa ist hier raus. Naja, das müsste man so machen, ne? Dann kann man noch selber mitlaufen. Da. Ja, man kann das Ding auch bewegen, ohne sich zu laufen. Ist aber irgendwie dumm. Ich mache das einfach so. Ja, ich würde sagen so. Und jetzt loslassen. Springe ich hier hoch. Ach, shit. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Wenn ich das da drauf stelle. Reparo. Oh, nicht Reparo, sorry. So, wenn ich das jetzt... hier drauf.
Nicht so. Mutabium Leviosa. Nein, hier. Aber übrigens, die kann man auch so. So, und jetzt Wingardium Leviosa ausschalten. Ja, okay, außer sind Reparo gezaubert, aber ist egal. So. So, jetzt hier drauf. Und jetzt. Hier drauf. Nee, leider nicht, aber. Die Idee ist ja gar nicht schlecht. Ey, Ziege, geh doch nicht hier rein. Hier vielleicht Sachen aufzustapeln. Oder, also auf jeden Fall, irgendwas muss man, meine ich, mit der Kiste machen. So, da lang zu gehen, habe ich jetzt mega Angst. Ich mache es noch einmal. Und danach kann mich diese Aufgabe mal kreuzweise. Wie wir hochkommen, weiß ich nämlich immer noch nicht. So, ich laufe schön hier lang. Revelio. Ja, ich muss da oben hin, da unten und da ist eine Kiste. Da ist aber auch kein Eingang. Ja, das geht einfach nicht auf. Da könnte ich die Kiste hinstellen. Wo habe ich die jetzt? Hier. Lumos. Da, hier lang, hier lang, hier lang. Nein, weiter runter. Da bringt's mir ja nichts, da will ich hin. Okay, ich wollte eigentlich Wingardium Leviosa machen, aber naja, egal. Wingardium Leviosa. Ja, cool, das hat geklappt. Also manchmal kann sie hochklettern, manchmal nicht, ne? Das verstehe ich auch nicht. Irgendeine Leiche hing da dran. So, das erste haben wir. Jetzt versuche ich. Revelio. Wie komme ich jetzt an das zweite? War hier nicht eine Leiter irgendwo? Ja, hier. So. War hier nicht noch eine Leiter? Irgendwo auf einer anderen Seite? Also, nee, ich will jetzt nicht runtergehen, weil wenn ich schon mal hierhin geschafft habe. So. Dann bring doch. Ja, besiege Spinnen, alles gut. Aber. Revelio. Ich muss jetzt dahin und das Ding holen. Ja, dann weiß ich jetzt auch wie. Ich nehme jetzt die Kiste. Leviosa. Nein. Leviosa, so. Leviosa. Komm hier hin. Lalala. Hier setze ich die jetzt ab, dann gehe ich hier hoch. Oh, scheiße, ich dachte, sie kann dann da hoch. Nein. Nein, 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 nein. Das sieht doch so aus, als ob sie da lang kann. Ich muss nur da oben rein, das ist das Problem. Soll ich da noch was stapeln? Ist hier noch was, was ich stapeln kann?
Okay, das habe ich schon geöffnet. Da ist vielleicht auch nichts, was ich stapeln kann. Ist hier noch irgendwas, was Revelio. Ich... Ich könnte das hier noch nehmen. Wingardium Leviosa. Das kann man aber nicht. Wingardium Leviosa. Ja, oder ich bringe das halt dahin. Das könnte ich auch noch ausprobieren. Ich glaube aber, das ist genauso hoch. Also wird das auch genauso nicht funktionieren. Und irgendwie habe ich das doch schon mal ausprobiert hier. Da ist ein Reh drauf. Keine Ahnung, was das soll. Idee. Kann ich das nicht irgendwie drehen? Ja, so. Und jetzt hier lang. Okay. Dann halt so hier hoch und dann... Ja, cool. Ey, das ist mal richtig schlau gemacht. Das finde ich gut gemacht. So, dann ist hier auch eine Leiter, damit man hochkommt. Und jetzt... Ey, ich habe gerade so Spaß. So, das andere weiß ich, wie ich da hinkomme. Da weiß ich, wie ich da hinkomme. Da kann ich außen rumgehen, ohne mich zu verletzen. So, und dann gehen wir noch Professor Sharps Unterricht danach. So, bam, bam, bam. Oh yeah. Ich bin gerade begeistert. Schade, dass das niemand gesehen hat. Doch, ich hab's aufgenommen für dich. Wir werden das ins Internet stellen. Sehr cool. Dann kehren wir doch jetzt... Ah, vielleicht gehen wir gleich zu Professor Sharp zurück. Hier war ja eigentlich noch so eine andere Schatzsuche. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch noch dahin gehen. Ich bin jetzt erstmal erleichtert, das hat geklappt. Revelio. Wir haben hier Sachen. Das sollte ich untersuchen. Ja, ja, Matricia. Oh, scheiße. Expelliarmus. Das war keine gute Idee. Ach nein, bin ich jetzt zu dem Straßenköter-Scheiß gegangen? So, wo ist jetzt das Expelliarmus-Ding? Nein, Expelliarmus. So, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das bei Professor Sharp gemacht habe. Dann habe ich endlich auch noch einen coolen Kampfzauber, auf den ich Bock habe. So, das hier möchte ich jetzt erstmal näher untersuchen. Ah ne, die brauche ich hier erstmal für den Mega-Power-Trank. Okay, es ist genau unter mir, ist irgendwas Besonderes. Wie komme ich da hin, ist jetzt die Frage. Okay, hier ist ein Weg. Aber guck mal, ich bin jetzt gerade echt froh, dass ich diese Sachen hier sammeln kann. Noch mehr Sachen davon. So. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, ich will halt wissen, was ich hier machen muss. Das ist die Sache. So, das ist der offizielle Weg hierhin. Jetzt muss man hier lang gehen.
Ah ja, krass, hier ist der Eingang. Okay, ein bisschen Angst habe ich schon. Der Eingang geht halt nicht auf. Also jeden Zauber, den ich habe. Ich glaube, das bringt nichts. Vielleicht machen wir das auch erstmal später und wir kehren zu Professor Sharp zurück. Auf den stehe ich ja eh total. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Nein, ich will... Da will ich hin. Zaubertränke, genau. So. Es geht sofort los. Ich muss nur eben was nachgucken. So. Und rein da. Ey, du Puppe. Ja, Alohomora lehnen wir auch bald, aber erst das nächste Mal. Hallo, Professor Sharp. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Das ist wohl kaum der richtige... Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich ginge davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Ich glaube, jeder Zauber ist gefährlich, wenn ich nicht aufpasse. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. So, mein Plan. Die Findo kommt dahin. Da mache ich dies. Das soll ja auch ein Kampfding sein, das lasse ich mal so. Also dranziehen, einfrieren, zerschneiden und abbomben. Das ist, glaube ich, eine geile Kombi. Hier habe ich wegmachen, fliegen, das. Und wegsperren oder anflammen. Nee, anflammen ist auch gut, wenn man das in der Nähe hat. Ja, vielleicht mache ich das nochmal anders, aber auf dem Rücken finde ich irgendwie nicht so krass. Das mache ich jetzt mal hier hin. Ja, jetzt brauche ich in der Reihe eigentlich noch was Lilanes. Also rot sind halt die, die Kampf machen, aber... Ich glaube, ich mache das dahin. Dann mache ich... Ja, lasse ich das jetzt so. Und was kommt dann dahin? Das Flammending. So. Auf den habe ich nämlich echt gewartet. Auf den hatte ich Bock. Den probiere ich jetzt auch direkt mal aus. Schön, wenn eine Schülerin Anweisungen tatsächlich befolgt. Oh, Professor Sharp, ich liebe Sie. Professor Sharp, hätten Sie einen Moment? Nun, kommt ganz darauf an, wofür. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut aufgepasst.
Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das klingt richtig aufregend. Aufregend? Ja, das war es. Zumindest solange es währte. Als Auror hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Cool. So. Nichtsdestotrotz müssen wir leider von Professor Sharp weg und ja, eigentlich wollte ich zu Aufträgen. So, das ne... Was ist das denn? Ja, das ist die nächste Aufgabe, die wir machen. Aber nicht jetzt, denn... Ladies and Gentlemen... Der Part ist vorbei. Sieht man denn jetzt, ob hier irgendwas Neues ist? Ach so... Das ist geil, das nehme ich. Das nehme ich auch. Jetzt bin ich auf jeden Fall besser im Kampf. Ja, krass, dass ich dunkle Künste schon gesteigert habe. Auf jeden Fall. Speichern wir einmal. Wow, 16 Stunden gespielt erst. Naja, kommt mir mehr vor. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und tschüss.